Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Inkscape Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so einen netten Effekt zusammenbringt auf Inkscape. Beginnen wir gleich. Wir importieren dieses Bild, was ich da jetzt gehabt habe. Das verlinke ich euch unten. Das ist ein freies Foto. Es ist Hallstatt. So, und verknüpfen passt. Importieren das Ganze. Ist jetzt da. Wir ziehen uns einen Kreis auf. Findet ihr hier mit der gedrückten Steuerungstaste, solltet ihr hier den Kreis aufziehen können, dass es keine Ellipse ist. Dann schauen wir mal, was wir da circa haben. Ja, ein bisschen größer noch, machen wir das. So könnte es gut funktionieren. Ja, so schaut es ganz gut aus. Zoomen ein bisschen raus mit der gedrückten Steuerungstaste. Und mit dem Rad auf der Maus können Sie rein und raus zoomen. Jetzt schreiben wir uns einen Text. Da das Hallstatt ist, machen wir uns das ganz einfach das Leben. Schreiben wir auch Hallstatt hin. Suchen uns eine schöne Schrift aus unter Text und Schriftarten. Falls du das nicht eingeblendet habt, oben unter Text und Schriftarten. So, sucht euch eine schöne Schrift aus. Das bleibt euch überlassen. Sag's. Anwenden, nicht vergessen, sonst geht es leider nicht. Dann machen wir uns mit der gedrückten Steuerungstaste die Schrift so groß, wie wir sie wollen. Das ist mir jetzt gar ein bisschen zu groß. So könnte es funktionieren. Jetzt will ich aber, dass der Text rund um diesen Kreis oder entlang dieses Kreises fließt. Dadurch mit der Shift-Taste den Kreis noch mitmarkieren. So, jetzt sollten beide markiert sein, also die Schrift und dieser Kreis. Alternativ, klick nochmal raus, markiert sie so beide. Das Foto bitte nicht markieren. Geht's auf Text und an Pfad ausrichten. So, jetzt hat er uns den Text jetzt irgendwo hingesetzt. Wir wollen natürlich, dass das so halbwegs gerade ist und einen Sinn ergibt für uns. Damit wir das drehen können, das Ganze, gruppieren wir die beiden. Steuerung gruppieren, machen nur einen Klick drauf. Also zuerst habt ihr gesehen, es müssen natürlich beide markiert sein. Dann Steuerung G, dann ist das gruppiert oder Objekt gruppieren. So, dann habt ihr das gleiche. Klicken wir noch einmal drauf. Mit der gedrückten Steuerungstaste kann ich jetzt da, naja, noch einmal. Einmal draufklicken heißt skalieren und noch zweites Mal draufklicken, dann habt ihr eben den gebogenen, an den Ecken habt ihr den gebogenen Pfeil. Und mit der gedrückten Steuerungstaste können Sie dann so schrittweise vorgehen. Ohne gedrückte Steuerungstaste könntest du das so Feintuning machen, wie Sie wollt. So, okay, wir sagen, das passt uns. Wir wollen jetzt diese Gruppierung aufheben, diese Gruppierung, weil wir wollen den Kreis ja nicht haben, wir wollen ja nur die Schrift. Und Objektgruppierung aufheben. So, jetzt haben wir wieder zwei Objekte. Ist jetzt das. Pickt aber die Schrift noch dran, aber die Schrift nicht am Kreis. So, jetzt haben wir wollen diesen Kreis wegkommen. Dann passiert upsala, Folgendes. Ja, das wollen wir nämlich nicht. Und warum das so ist, weil ja die Schrift an den Kreis angefügt ist. Deshalb sagen wir Steuerung Z. Und nochmal Z, wir wollen das nicht, um dass wir das Ganze umgehen, sagen wir Pfad, Objekt im Pfad umwandeln. Und jetzt ist das Ganze keine Schrift mehr, das erkennt ihr daran, wenn ihr mit dem Anfasswerkzeug da reingeht. Das ist jetzt keine Schrift mehr, da könnt ihr jetzt keinen Rechtschreibfehler oder Tippfehler mehr verändern. So, Steuerung Z, das will ich jetzt nicht. Aber dafür können wir diesen Kreis da entfernen unten. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Naja. Den können wir doch noch brauchen. Denke ich gerade Steuerung Z. Den brauchen wir doch noch. Und zwar, wir machen dann. Genau, so machen wir das. Setzen den Kreis da drüber. Fällt mir gerade ein. Wir setzen die Schrift da drüber, damit die Schrift und der Kreis jetzt im selben Abstand ist, werden wir
Ausrichten und Verteilen jetzt drücken und vertikal zentrieren. So. Ja, verschiebt es jetzt noch einmal, dass man das besser sieht. Markieren die Beine und sagen vertikal zentrieren. Seht ihr? Jetzt haben wir dort die überall schönen Abstände. So, jetzt tun wir die Steuerungstaste drücken und fahren dann nach unten. So, also wir gerade sehen eigentlich, dass die Schrift jetzt rüber rausgeht. Das war kein Problem. Mit der Shift-Taste nehmen wir den Kreis mit markieren. Steuerungstaste und machen das uns jetzt ein bisschen kleiner. So wollen wir das nämlich nicht haben. So, wir wollen einen schönen Effekt haben. Drücken da wieder raus irgendwo. Sagen jetzt. Genau, jetzt duplizieren wir. Markieren nochmal alles bitte. So drüber fahren. Alles markieren. Und mit der Steuerungstaste und Dora alternativ könnt ihr bearbeiten, duplizieren. Das machen wir jetzt zweimal, hätte ich gesagt, Steuerung Dora. So, jetzt haben wir das zweimal dupliziert. Wir markieren die Schrift, Shift-Taste und das Foto. Der Kreis darf jetzt nicht markiert sein, bitte. So, Objekt, Ausschneidepfad setzen. Zack. Noch einmal das Gleiche. Jetzt markieren wir dieses Foto. Drücken die Shift-Taste, markieren den Kreis. So, Objekt, Ausschneidepfad setzen. So, und jetzt sollte uns eigentlich. Okay, da haben wir einmal zu oft dupliziert, das ist kein Problem. Ihr seht, was wir da jetzt haben. Zack, haben wir diesen wunderbaren Effekt. Das ist jetzt sozusagen. Okay, das lassen wir uns noch. So, da können wir noch einen netten Effekt erzielen. Ihr seht, das richten wir uns jetzt noch aus. So, jetzt haben wir da einen netten Abstand, passt noch nicht ganz hundertprozentig. So, können wir da reinfahren. Und ihr seht, wir haben da was Nettes geschaffen. Bin nicht ganz zufrieden, ihr hättet das müssen genauer machen. Ihr setzt da nach oben hin, wird der Abstand größer, aber ihr wisst, um was geht. Das tue ich jetzt nochmal raus. Da hinten mache ich jetzt einfach eine Kontur dazu und setze das da drüber, markiere die Beine und sage jetzt vertikal zentrieren und horizontal zentrieren. So, noch einmal. Steuerung Z. So, Steuerung Z rückgängig machen. Und so haben wir eigentlich jetzt unser Bild fertig. Wirken tut das, glaube ich, das Ganze erst, wenn man das mit einem dunklen Hintergrund macht. Das mit der Bild nach unten Tasten kriegst du das Bild nach hinten. Machen wir schwarz. So. Ein bisschen reinzoomen. Das stört mir jetzt ein bisschen, aber wie gesagt, das war jetzt nur zum Vorführen, damit ihr euch auskennt. Seht da. So könnte man das ein bisschen ändern. Das müsst man nächstes Mal genauer machen, aber wie gesagt, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.